Ja, Leute, das, was ich mir hier von meinem Autoreifen abkratze, ist wirklich ein kompletter Teil von der Straße. Und ihr werdet mir nicht glauben, wie das Zeug an meinen Autoreifen gekommen ist. Also, ich habe mein Auto abends am Vortag unten an der Straße geparkt und dann bis zum Nachmittag nicht mehr bewegt. An dem Tag hatte es einfach 32 Grad, also es war richtig warm und die Sonne hat den ganzen Tag auf meinen Reifen und natürlich auch auf den Asphalt gebrutzelt. Und als ich dann mein Auto umparken wollte, habe ich hier ein komplettes Stück Straße mitgerissen, weil es da so warm wurde, dass das Zeug unter meinem Reifen einfach geschmolzen ist.